Guten Tag, mein Name ist Winnie Zielske. Ich bin die Verbandsgeschäftsführerin des Trink- und Abwasserverbands Börde. Wir laden heute zum Tag der offenen Tür ein, weil wir ein neues Verbandsgebäude vor einem halben Jahr in Betrieb genommen haben. Dieses Gebäude ist als Standort für unseren Verband in Oschersleben zentral gelegen im Verbandsgebiet. Wir versorgen mit Trink- und Abwasser unsere Bürgerinnen und Bürger vom Ortsausgang Magdeburg bis zur Grenze nach Niedersachsen, von der A2 im Norden bis zum Süden in die Harzregion nach Gröningen. Das sind etwa 73.000 Einwohner, die wir mit Trinkwasser versorgen, und etwa knappe 70.000 Einwohner, die wir Abwasser entsorgen. An unserem Tag der offenen Tür heute wollen wir zeigen, wo wir die Gebührenabrechnung durchführen, wo wir Anschlusswesen mit den Bürgern durchführen, wo sie einen Wasserzähler wechseln lassen können oder auch ein Standrohr ausleihen können, wo wir einfach für sie als Dienstleister da sind, wenn es um kaufmännische oder technische Bereiche der Verwaltung geht. Heute deshalb die offene Tür, um den Bürgern zu zeigen, wo wir als Dienstleister tätig sind. Wir haben eine kleine Ausstellung vorbereitet und wir zeigen Ihnen in unseren Verwaltungsräumen, wo wir arbeiten. Heute sind auch gekommen unsere Verbandsmitglieder, nämlich die Bürgermeister oder Verbandsvertreter, die Entscheidungen treffen dafür, dass wir annehmbare Gebühren und Beiträge für unsere Bürger erheben. Ich freue mich, dass Sie heute diesen Tag mit uns gemeinsam erleben und lade Sie recht herzlich ein, unser Gebäude zu besuchen.